Uwe, willst du vielleicht selber erzählen, wenn ich eine Frage habe, dann frage ich dich so drauf an. Okay. Der Uwe, möge Allah ihn festigen, möge Allah ihn ins Paradies bringen, möge Allah ihn süßes Stoff schmecken lassen. Oh, Alhamdulillah. Der Uwe erzählt seine Geschichte, wie er zum Islam gekommen ist. Hier, nimm das hier, das ist besser, inshallah. Also, die endgültige Entscheidung, zum Islam zu kommen, war nicht so kompliziert, aber mein Vorleben. Weil ich bin wirklich 29 Jahre durch Wüste gelaufen. Durch Glaubenslosigkeit, durch Hoffnungslosigkeit. Bruder, ihr könnt euch mein Leben vorher nicht vorstellen. Alhamdulillah. Man soll es nicht mehr erwähnen. Ich will das jetzt hier auch nicht groß breit treten. Aber wenn jeder von euch hier in diesem Raum eine meiner Sünden hätte, er würde garantiert wenigstens einmal brennen. Wirklich. Und dann habe ich durch gute Freunde, Brüder, die auch hier sind, Entschuldigung, halt vom Islam gehört. Sie haben einfach nur gesagt, komm vorbei, schau dir unser Leben an, schau dir, wie es bei uns ist. Wir wachen morgens auf und wissen, wofür wir aufwachen. Und das ist genau die Frage, die ich mir jahrelang gestellt habe. Ich bin 10 Jahre auf Baustellen arbeiten gegangen, 10, 12 Stunden am Tag, jeden Morgen mit der Frage, wofür? Warum? Und dann bin ich in die Moschee gekommen. Ich bin auf Freundlichkeit gestoßen, auf Menschen, die ich noch nie vorher gesehen habe, die mich angelächelt haben. Möchtest du was trinken? Möchtest du was essen? Was, wie geht es dir? Alleine schon diese Frage mit einem ehrlichen Gesichtsausdruck. Wie viele Menschen triffst du jeden Tag? Hey, wie geht's dir? Und wenn du antwortest, er hört schon was anderes. Er hat seinen MP3-Player im Ohr. Was willst du dir vorstellen? Und naja, dann kam der Vortrag vom Bruder Abu Hamza über den Koran. Ob der Koran das wahre Wort Gottes ist. Und er hat Beweise gebracht. Nicht wie andere Religionen. Du musst das glauben. Warum? Ja, weil das so ist. Ganz ruhig. Und das ist es. Ich habe diesen Koran dann bekommen. Leider nur eine ungefähre deutsche Übersetzung. Ich spreche kein Arabisch. Und ich habe gelesen. Eine Sure. Eine Sure hat gereicht. Ich habe Al-Baqarah gelesen. Ich habe 5 Tage gebraucht. Das hat gereicht. Dann war klar, das ist die Wahrheit. Dieses Buch ist von Gott. Allahu Akbar! Was soll ich sagen? Die Entscheidung war klar. Das ist der einzige wahre Glaube. Und seitdem, ich bin gerade 2 Monate Muslim. Ich habe keine dieser Probleme mehr. Ich trinke nicht. Gut, Zigaretten rauchen, inshallah, ich versuche gerade aufzuhören. Möge Allah ihm helfen. Amen. Aber diese ganzen Dinge, die ich vorher gemacht habe, weg. Weg. Alhamdulillah. Ich wache auf einmal morgens auf und bin glücklich. Und das habe ich ein Leben lang. Möge Allah dich noch glücklicher machen. Inshallah. Ich kann mich wirklich nur allen Brüdern, die bisher gesprochen haben, anschließen. Brüder, seid froh, dass ihr Muslime seid. Und seid glücklich, wenn ihr gottesfürchtige Muslime seid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das war der Knaller. Ich mache sowas nicht gern, aber wenn, dann gibt es sich Mühe dabei. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Jazakallahu khair.